Jeffrey Hinton, der Pate der künstlichen Intelligenz, warnt uns eindringlich davor zu glauben, dass KI nur öde Jobs übernehmen wird. Laut dem WDR ist mein Job dabei erhöht gefährdet. Aber ich habe mich damit selber noch nicht wirklich intensiv beschäftigt. Also dachte ich, mache ich doch einfach das Selbstexperiment und teste, wie KI schon heute meinen Job verändern kann. Dafür möchte ich mit ChatGPT 4 und ein wenig Photoshop 3 Landingpage-Designs von großen Marken erstellen, die so realistisch aussehen, dass ich meine Freunde mit einem Quiz hinters Licht führen kann. Ergibt die Gesamtwertung, dass 2 von 3 Webseiten nicht richtig identifiziert werden konnten, dann gebe ich mir den neuen Jobtitel KI Pro Webdesigner. Und wenn nicht, ja, dann muss ich zur Strafe um 6 Uhr morgens in den arschkalten See springen und ihr wisst, wie kalt es gerade ist. Der erste Tag war komplett beschissen, denn ich habe mich komplett darin verloren, random Pringles-Mockups zu erstellen, nur mit der Hoffnung, dass beim nächsten Klick endlich das finale Design generiert wird und... Wow, ist ziemlich obvious, dass das alles mit KI erstellt wurde. Aber der Tag war noch nicht komplett verloren, denn im Bett sind mir 2 Strategien eingefallen, die die folgenden Tage retten sollten. Eine Pringles-Website im Weihnachtslook. Das habe ich direkt am zweiten Tag angewendet. Und meine Prompts wurden um einiges besser, weil die präziser waren. Und anstatt nach Webseiten zu fragen, habe ich dann nach bestimmten Elementen einer Website gefragt. Und aus meinen 8 Favorite Prompts habe ich mich für das hier dann entschieden und das dann direkt in Photoshop gezogen. Aber für den Header habe ich mich irgendwie komplett an die Originalwebsite orientiert. Warum? Für die Aktion darunter wurde es um einiges besser. Bei Photoshop habe ich erstmal die KI angeschmissen, um den Hintergrund zu erweitern und habe mir dann eine PlayStation Giveaway Aktion erstellt. Und auch hier nochmal für euch meine 8 Favoriten. Und jetzt musste ich noch ein bisschen den Schnee anpassen, die PlayStation austauschen, dann noch die komischen Pringles Dosen, Controller, den passenden Text dazu und vollständigkeitshalber hier nochmal kurz gehighlightet, was ich alles manuell machen musste. Und juhu, das erste Landingpage Design von Pringles ist fertig und wow. Dafür brauchte ich trotzdem 1,5 Tage. An der Stelle mal ein dickes Danke an Cinepromatica für das Zukommen lassen des ChatGPT 4 Accounts. An Tag 3 ging es dann zum Thema Rhino Shield und da wurde es bestimmt nicht einfacher, weil meiner Meinung nach sieht die Rhino Shield Website irgendwie schon ganz geil aus. Aber ich hatte ja noch die zweite Strategie im Hinterkopf. Nach vielen Prompten habe ich dann hier das Banner rausgeklaut, den Hintergrund mit der Photoshop KI erweitert, das Produkt draufgepackt und noch ein bisschen Text. Voila! Und beim Header und Produktheader konnte ich mich gleich bei einem Prompt bedienen. Top! Aber eine Aktion fehlt ja noch. Also habe ich mich dafür entschieden, dass Rhino Shield jetzt auch Print on Demand anbietet. Und hier die Website im Vergleich zum Original. Um das komplett zu machen, war hier nochmal kurz die ganzen Sachen, die ich manuell angepasst habe. Schon irgendwie cool. Bevor wir zu Globetrotter gehen, muss ich eine Sache noch loswerden, denn ich hatte mir hier und da auch ein bisschen mehr erwartet, denn ChatGPT 4 ist in einem Konversationsmodus irgendwie aufgebaut und ich dachte, ich kann auch Korrekturen schreiben. Ändere die PlayStation, kannst du die Dose wegretuschieren. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Was aber erstaunlicherweise gut funktioniert hat, war das Austauschen von Bildern und Text anhand einer Referenz. An Tag 4 und 5 hatte ich für die Globetrotter-Website ein Blogdesign generiert. Das Problem hier, dass im zweiten Bild kein Produkt zu sehen war. Das wollte ich ändern und habe einfach einen Screenshot hochgeladen, um das Bild nachzustellen. Diesmal aber mit Wanderschuhen im Vordergrund. Dann wurden zwar immer komplett neue Szenen erstellt, was in diesem Case aber komplett unproblematisch war. Und fertig das Ganze. Was mich dann aber komplett umgehauen hat, war das Erstellen von Text anhand bildlicher Referenz. Denn ich brauchte ja noch Überschriften und Einleitungssätze für den Blogpost. Natürlich habe ich den Prompt 2-3 Mal laufen lassen, aber konnte dann unglaublich schnell meine Texte ins Design übertragen. Doch beim Rest der Globetrotter-Website war es echt knifflig, weil da hatte ich leider keine Strategie. Also fangen wir nochmal von oben an. Beim Erstellen des Startseitenbanners wusste ich nur, dass ich irgendwie den Rucksackberater ganz cool fand. Also habe ich wieder super viele Startseitenbanner generiert, habe das gefunden und das fand ich mega nice. Also habe ich das mit dem Rucksackberater kombiniert und die Produkte mit echten Produkten ausgetauscht. Bis auf einen Rucksack, der ist immer nur fake. Header habe ich aus diesem Prompt. Den Blogpost habe ich euch gerade schon gezeigt. Und bei den Produktneuheiten lief es ähnlich ab. Da habe ich nicht viel geändert, außer ein bisschen Text und die Produkte. Hier vollständigkeitshalber auch nochmal die Sachen, die ich manuell geändert habe. Und jetzt kommt's zum finalen Quiz-Showdown. Ich schicke das an meine Freunde raus und melde mich mit Antwort. Zur Erinnerung, geht darum, dass ich in den arschkalten See springe. Naja, nicht ganz. Es geht darum, dass die Teilnehmer identifizieren müssen, welche die offizielle Website ist. Kann ich mit 2 von 3 Webseiten meine Freunde täuschen? Bin ich ein KI-Pro-Webdesigner? So, gehen wir rein. Frage 1. Let's go, Digga. Frage 2. Junge, da ist der KI-Pro-Webdesigner. Hier für dich. Damn. Die Frage 3. Alter, ich hätte es nicht gedacht, wie geil. Aber ich hatte noch eine 4. Frage.
Welche Website fandest du am schönsten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und die Teilnehmer haben sich für die Globetrotter KI-Website entschieden. Und das haben die Marken selbst dazu gesagt.